Holger Wendmann. Wir stehen vor dem Halbfinalkampf um die Niederrhein-Meisterschaft, ebenfalls in der Jugend 69-Kilo-Klasse. 3 mal 3 Minuten. In der roten Ecke Hussein Fakhro, Boxring Essen. Und in der blauen Ecke Fatih Karabatman von TuS Gerresheim. Ringfrei, Runde 1. Kommt ins Fernsehen, weißt du ja, ne? Nicht? Bist du ausgeschrieben sogar? Nein, nein, nein. Kann nichts passieren. Aber Fernsehen im Moment. Darf ich vorstellen, in der roten Decke Hussein Fakhro, 16 Jahre jung, und bestreitet heute seinen zweiten Kampf. Er ist zu Hause 4 in dieser Stadt beim Boxring Essen. Hussein Fakhro, seine Dekomanten Peter Straff und Gashi Schäftet. Die macht sie. Ringfrei, Runde 2. Ne, wechseln wir lieber. Haben wir Gegner da drauf? Weil der ist. Der packt nur bei der Wacke an. 13 Minuten hat er den Kampf darf ich den Kämpfer von blauen Ecke vorstellen. Fatih Karabatman, 17 Jahre alt, kommt von TuS Gerresheim, hat bereits 17 Kämpfe bestritten. Und sein Hobby, das ist fast so schön wie das Ballett, das ist Tanzen. Der Tänzer im Boxring, Fatih Karabatman. Kannst du da drüber gucken, wie er noch einen Teil da wohnt? Ja, das ist so dabei. Ich werde rein auch wissen. Ringfrei, Runde 3. So, jetzt auch. Aber ich habe noch okay. Okay. Erfolg. Ja. Ich werde auch gleich mal vor die Tafel und wenn das ist, ist einfacher. Okay. Das Kampfbild entscheidet. Einstimmiger Punktsieger, der Kämpfer aus der blauen Ecke, Fatih Karabatman. Unser boxender Tänzer oder unser tänzender Boxer, Fatih Karabatman.